Hallöchen, bevor wir mit dem Video starten, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, auf Instagram habe ich schon ein bisschen mehr Werbung dafür gemacht. Und zwar haben die liebe Clary und ich uns überlegt, einen Online-Planerschnack ins Leben zu rufen. Alle Infos findet ihr bei uns auf den Instagram-Profilen. Ich verlinke alles in der Infobox. Die Anmeldung, also den Anmeldungslink zu diesem Online-Planer-Treffen ebenso. Und es wird auch noch die Tage ein Infovideo hier auf YouTube geben, damit ihr wisst, worum es sich handelt, falls ihr kein Instagram habt. Und da der Anmeldeschluss der 20.06. ist, möchte ich euch bitten, wenn ihr Interesse habt, euch möglichst schnell anzumelden, da schon einige Plätze vergeben sind. Und jetzt geht's los mit dem Video. Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Wochendeko. Heute dekorieren wir zusammen die Kalenderwoche 22. Inzwischen sind wir schon, wenn ich das hier filme, an dem Dienstag hier. Also ich habe noch 2 Wochen, die ich jetzt schon wieder nachholen muss. Die Woche war relativ sommerlich auf jeden Fall. Und ich hatte ein wunderschönes Wochenende zusammen mit meinem Bruder, wo wir sehr doll die Sonne genutzt haben. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich bin tatsächlich etwas brauner geworden, was ich auch sehr, sehr schön finde. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Und zu dem ganzen sommerlichen Thema habe ich mir auf jeden Fall ein paar Sachen rausgesucht. Und zwar zum einen Sticker von Vintage Sticker Dream. Ich muss sie einmal hervorkramen. Und zwar habe ich mich einmal für diese Mädchen hier entschieden. Und hier sind noch mehr. Und dieses wunderschöne maritime Set. Und passend dazu habe ich auch noch so Muschelsticker gefunden, die, wie ihr sehen könnt, noch nicht so richtig viel zum Einsatz kamen. Und dann habe ich hier noch meine geliebten Wasser- oder Meeres-Washi, wollte ich gerade sagen, aber es sind Sticky Notes. Dann habe ich hier noch dieses Steine-Washi. Und ich habe noch, upsala, weil das hier auch so ein bisschen Richtung Erdtöne und dieses Senfgelb schon fast geht, habe ich hier auch noch diese Washi-Sticker, die habe ich in der Farbe auch noch nie benutzt, aber dann halt heute. Und da schauen wir doch mal, wie ich das alles miteinander kombiniert kriege. Ich packe mal das so ein bisschen beiseite. Upsala. Ich habe auch noch Stempel neben mir liegen, aber ich habe das Gefühl, dass die nicht so wirklich thematisch in die Deko passen werden. Also die Blumenstempel, die ich neu habe, oder der Kaffeestempel. Ja, der Kaffeestempel eventuell noch. Mal gucken. Aber so richtig hundertprozentig zum Meeresthema passt das halt nicht. Aber mal sehen. Auf jeden Fall hatte ich mir jetzt eben so grob überlegt, dass ich quasi den Weg zum Strand mit dem Tape klebe. Dann so ein bisschen den Strand mit diesen Stickern hier symbolisiere. Und dann das Washi, wie sage ich immer Washi, die Sticky Notes, Hilfe, es ist zu früh am Tage, ich sage euch aber lieber keine Uhrzeit, als mehr hier unten so mit reinbau. So, das ist auf jeden Fall der Plan. Das heißt, ich brauche 1, 2 Sticky Notes, die ich dann ein bisschen einreißen werde. Und dann dachte ich, ich packe die dann einfach hier so direkt an den Rand. Die Frage ist nur, wie. Das könnte ich jetzt mir mal so ein bisschen ausdenken und gucken. Vielleicht hätte ich diesen Dings eben dran lassen sollen. Hilfe. Irgendwie so. Ich will die Linie da noch mit überdecken. So vielleicht. Ich meine, so hohe Wellen gab es jetzt eigentlich nicht an dem See, wo wir waren. Wir waren nämlich an dem Wochenende an einem Badesee und haben angebadet zum ersten Mal in diesem Jahr. Aber das ist ja nur stellvertretend, von daher geht das schon. Dann könnte ich hier noch Mm.
So. So vielleicht. Und hier den Übergang, den muss ich dann halt noch ein bisschen anders machen. Ich dachte, es bleibt noch ein bisschen schmaler und länger. Aber dann kürzen wir das einfach ein bisschen ab. Und dann kommt das hier und ja, da so hin. Ist jetzt sehr knapp geworden. Aber ist, glaube ich, nicht so dramatisch. So ungefähr. Der Steinweg, der wird hier nur so irgendwie, ja, in die Ecke ranken, sag ich mal. Oder hier so einmal ein bisschen diagonal in die Ecke. Und dann kommen die da so ein bisschen drumrum, glaube ich. Ich guck mal, wo mein Kleber geblieben ist. Der Roller ist irgendwie letztens ein bisschen komisch verdreht gewesen, deswegen rollt der nicht mehr so gut. Also hier sieht man das auch direkt. Der hat hier irgendwie so eine Extraschlaufe bekommen. Und ich habe keine Ahnung, warum zum einen und auch nicht so richtig, wie ich das lösen kann. Klebt hier so doof. Und es ist auch total verdreht. Blöde Schlaufe. Irgendwie so vielleicht. Ich hatte eigentlich gerade nicht vor, das zu reparieren, aber ich gucke jetzt gerade mal, ob ich das wieder auf Spannung kriege. Oh, das sieht tatsächlich ganz gut aus. Schauen wir mal, ob das schon gereicht hat. Es ist irgendwie so fest. Dass man es nicht gerollt bekommt. Das hatte ich irgendwie noch nie bei diesen Dingern. Aber ist es jetzt alle? Nee. Also es ist noch was drauf. Aber nicht mehr viel, wie es aussieht. Okay. Ich gebe auf. Ich nehme einen neuen. Ich habe hier schon einen neuen liegen. Weil ich letztens schon gemerkt hatte, dass das. Ah, ist das schön. Dass das eventuell bald den Geist aufgibt. Ja. So soll es auf jeden Fall funktionieren. Ich habe mich damit echt abgemüht die letzten Male. Das war super nervig. So, dann klebe ich das hier direkt mal in die Ecke und dann geht's gleich mit dem anderen weiter. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann geht's weiter mit dem Steinweg, würde ich sagen. Oder mit dem Strand. Ich weiß noch nicht so genau, wo ich den platzieren will. Und ich glaube, das Stück hier ist schon zu kurz, oder? Glaube, ich nehme das andere. Ist jetzt halt so mega flach geworden hier unten. Deswegen könnte man das auch einfach wirklich nur so kleben, vielleicht. Mal gucken. Das Washi-Tape kann ich ja zur Not wieder abmachen, falls mir das jetzt so noch nicht gefällt. Das ist ja das Praktische daran. So. Und dann wollte ich hiermit einfach so ein paar Sandakzente sozusagen setzen. Also ja nicht viel, aber so ein bisschen. Ich glaube, ich gehe in diese richtig schöne dunkle Richtung. Davon sind aber immer nur zwei da, deswegen vielleicht noch gemixt mit vielleicht mit dem helleren. Mal gucken.
Also ich habe immer einen größeren und einen kleineren auf jeden Fall. Ich packe die hier gerade auf die Finger. Ich weiß nicht, ob ich gerade im Bild bin. So, auf jeden Fall habe ich die jetzt hier einmal parat. Und ich dachte, ich mache das wieder so ein bisschen Maueroptik-mäßig. Schon wieder zu hoch, ne? Kann ich das einfach durcheinander kleben? Also diese Dinge aufzukleben in einer Art und Weise, dass sie mir gefällt und zusagt, ist echt schwer. Also ich finde das immer sehr, ja, sehr schwierig, da irgendwie eine schöne Ordnung oder Anordnung hinzukriegen. Weil wenn ich jetzt das hier so schräg hinklebe, ist auch schon wieder komisch, oder? Ach, ich weiß es doch auch nicht. Ich lasse es jetzt, glaube ich, so. Dass man sich bei so Kleinigkeiten so lange aufhalten kann, das ist auch irgendwie, ja, spannend. So, oder auch nicht so spannend. Aber jetzt habe ich es geschafft. Jetzt muss ich dieses ganze Ding hier erstmal wieder aufrollen. Tschum, 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 tschum. Normalerweise nehme ich da immer so eine Klammer dazu. Aber ich habe gerade keine zur Hand, deswegen nehme ich mal das Tesa, was da dran ist, aber ich will diesen Washi-Sticker nicht mit festkleben. So. Gut, dann haben wir das jetzt wenigstens einigermaßen hingekriegt, beziehungsweise ich. Ich muss da ja immer alleine durch, wenn ich hier meine Videos drehe. Und dann kommen wir zum schönen Teil, und zwar zu den dekorativen Stickern. Also ich muss sagen, jetzt gefällt es mir, wenn ich so drauf gucke, doch ganz gut. Das ist nicht so ganz optimal mit dem Übergang, aber das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Vielleicht hätte ich auch den Weg noch bis runter kleben sollen und den Strand da drauf oder sowas, aber das ist schon in Ordnung. So, dann kann ich jetzt ein paar Sachen platzieren. Und ich überlege gerade. Die liebe Clarice hat ja hier immer diese, wie nennt man das, Brush-Stempel dazwischen. Ich kann mir vorstellen, dass ich diese gelblichen ganz gut verwenden kann. Hier sind auch noch welche bei, die ich noch nicht benutzt habe. Ich habe hier so ein paar Bögen, die noch nicht komplett aufgebraucht sind, wo immer noch sowas dabei war. Aber ich glaube, das sind jetzt so die meisten davon. Weil diese Erdtöne natürlich auf jeden Fall sehr gut passen. Die werde ich, glaube ich, auf jeden Fall benutzen. Denn dann kann ich da vielleicht auch noch irgendwie so ein Mädel draufsetzen oder sowas.
Wie gesagt, das Wochenende war mit Besuch von meinem Bruder ziemlich voll und ja, ziemlich ausgefüllt und auch sehr schön. Ich klebe den jetzt einfach mal da so hin und den hier oben. Und dann gucke ich mal, ob ich noch eine andere Farbe nehme. Also dieses Bräunliche könnte ich eventuell noch nehmen. Oder das hier, das ist nicht ganz so farbintensiv. Und wenn die Mädels einen Platz haben, dann kann ich auch zum Beispiel den Leuchtturm hier verwenden. Und den hier draufkleben. So. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch das eine oder andere Bötchen. Wir waren ja auch mit dem Schlauchboot allerdings auf dem See. Also das hier ist quasi die etwas größere Variante von der Version, die wir umgesetzt haben. Aber das macht ja nichts. So. Die Möwen werde ich, glaube ich, irgendwo noch zwischenhin packen zwischendrin und die Anker eventuell auch, aber die Flaschenpost hier kann ich noch mit verteilen. Die packe ich mal hier hin, dass die so ans Ufer anschwemmt irgendwie. So vielleicht. Und dann könnte ich natürlich hier diese Lücken noch ein bisschen füllen mit Strandgut bzw. Muscheln. Die hier sind relativ groß. Aber ich glaube, ich nehme noch so eine Krabbe und dann so ein, zwei Muscheln und dann passt das auch schon. So. Oder Seesterne. Seesterne sind auch schön. So, die Muscheln, die sind alle ziemlich groß. Ich glaube, dann lasse ich es lieber so, beziehungsweise eher hier. Kommt da noch ein Stück weiter nach vorne. Das gefällt mir auf jeden Fall schon ganz gut. Und dann schauen wir doch mal, welche Mädels ich verwende. Upsala, ich habe hier echt ein Chaos hinterlassen. Jetzt schon. So, hier sind sie, die Guten. Und da ich in der Woche tatsächlich dann auch mit meinem Bruder angebadet habe, passen natürlich die Bikini-Mädels sehr, sehr gut da rein. Eis gegessen haben wir auch. Die rosanen passen jetzt nicht so gut. Aber die hier könnte ich noch mit an den Strand stellen, eventuell. Die ist auch nicht so riesig. Also sie ist immer noch relativ groß. Fast so groß wie der Leuchtturm. Aber die steht ja viel näher dran, ne? Der Leuchtturm ist weiter weg. Dann passt das auch von der Dimension her. Und dann nehme ich, glaube ich, hier noch die zwei Mädels oder so. Die ist auch ganz schön. Ich mag das ja immer, wenn die nicht nach außen gucken, sondern ins Bild, um da so den Fokus drauf zu lenken. Ich glaube, die hier kommt hier hin und die dann da oben. Die ist zwar relativ groß, aber dann brechen wir das so ein bisschen auf. Und ich hatte ja auch noch irgendwo diese Paddel. Die wollte ich noch irgendwo mit dazu kleben.
Weil Paddel hatten wir auf jeden Fall auch dabei. Ganz wichtig. Das finde ich ganz gut. Und jetzt habe ich den Bogen schon wieder verloren. Hier ist er. Dann kommt das Mädel auf die andere Seite. Da sind die Beine so abgeschnitten. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Theoretisch müsste ich die ins Wasser packen. Auch wenn es von der... na, sag schnell. Relation, wollte ich sagen, von der Relation nicht hinkommt. Aber dann kommt die dahin, das Boot in die Ferne oder so, wenn ich sie wieder abbekomme. So vielleicht. Finde ich eigentlich ganz schön. Und das Boot kommt dann hier so hin. Ist nicht so ganz hundertprozentig richtig alles, aber das macht ja nichts. So, jetzt habe ich hier allerdings noch das Ding hier über, wo ich noch was draufkleben wollte. Und die ganzen Bikini-Mädels sind ja quasi schon größtenteils verwendet. Auf jeden Fall die, die nicht rosa sind. Jetzt überlege ich gerade, ob ich doch noch das eine Mädel hier nehme, weil die ist schon ganz hübsch. Sind wir aber nicht so streng heute. Und setzen die noch hier mit in den Sand. So, jetzt hat es gerade an der Tür geklingelt, wie ihr vielleicht gehört habt, und der Nachbar hat ein Paket bekommen. Deswegen habe ich das mal schnell angenommen und es geht jetzt auch schon weit her mit den Möwen, glaube ich. Ja. Mädels sind jetzt, glaube ich, genug auf dem Papier gelandet. Und dann kann ich einfach noch hier und da eine Möwe mit hinstellen. So, das sieht ein bisschen aus, als wenn die mein Eis haben wollen würde. Das finde ich ganz gut. Zu viele will ich davon jetzt allerdings auch nicht verwenden. Es reicht mir schon fast, weil sonst passen die nicht so gut da rein. Aber das macht ja auch nichts. Dann habe ich die Dinger hier verwendet und brauche davon nicht mehr. Ich hätte jetzt noch die Kaffeetasse und das Fotoapparätchen als Stempel. Allerdings will ich eigentlich schon jetzt gar nicht mehr wirklich groß was mit der Deko machen, weil es mir ganz gut gefällt. Ich hatte jetzt gerade noch eine Idee, und zwar so eine Art Wimpelkette zu machen und da drauf dann noch so ein paar Meeressymbole, damit es noch ein bisschen voller wird. Momentan ist es doch sehr kahl irgendwie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich versuche die mal einigermaßen gut anzuordnen. Daumen. Kommen die jetzt hier aufs Papier? Die hellsten kommen nach außen. So.
Und sieht ein bisschen aus wie eine Sonne mit den ganzen Zacken. Passt hier aber auch, weil das Wetter so schön mitgespielt hat an dem Wochenende. Ich rede die ganze Zeit nur vom Wochenende, aber das war halt einfach das Highlight in der ganzen Woche. Die Woche an sich war jetzt nicht so spektakulär. Also wie gesagt, es war ganz schönes Wetter. Und ich kann ja auch mal hier nebenbei gucken, was überhaupt alles in der Woche so passiert ist. Aber ich glaube, es war nicht so mega spektakulär. Also ich habe unterrichtet, hatte so ein paar Mittagspausen, Videotelefonate mit Freunden, dass ich dann immer so ein bisschen mich ausgetauscht habe. Das passt immer ganz gut, wenn die Mittagspause haben oder vielleicht auch, wenn sie gerade Feierabend haben oder so, dass man dann noch mal ein bisschen schnacken kann. Und ansonsten habe ich halt unterrichtet und mich aufs Wochenende gefreut. So sieht's aus. So. Jetzt habe ich gar nicht mehr so viele kleine Motive. Irgendwie ist das nicht so richtig durchdacht. Aber ich kann ja auch einfach das da so zwischensetzen. Und quasi das Ganze noch so ein bisschen dekorieren dadurch. So. So, das ist doch schon sehr niedlich. So ein Anker wäre auch noch ganz cool. Habe ich noch gar nicht drin. Dann kommt der. Dann. Komm schon. Mit ganz viel Fingerspitzengefühl geht es auch wieder ab. Ich habe sie auch noch nicht so richtig festgedrückt, deswegen geht das noch, sagte sie und zerriss den Sticker. Komm schon. Ich wollte hier diese Lücke halt noch zukleben mit dem Anker. Ah, come on. So. Und so. Das finde ich sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Die Frage ist, ob ich jetzt noch so eine Krabbe da in die Mitte packe oder nicht. Die sind halt sehr groß. Und die haben so viel Weiß drumrum. Das ist nicht so ganz optimal, aber das könnte schon passen. Da müsste ich nur noch irgendwas. Oder soll ich hier die Mitte? Nee. Das gefällt mir nicht so gut. Das finde ich dann schon ein bisschen besser. Dann könnte ich auch noch mir die andere auf der anderen Seite ganz gut vorstellen, glaube ich. Ja, das sieht doch sehr schön aus. Dann haben wir da noch ein bisschen Rot mit drin. Und alles ist sehr schön stimmig. Das Einzige, was ich jetzt gar nicht verwendet habe, sind mal wieder diese Muscheln hier. Aber irgendwie finde ich, es reicht schon. Es sei denn hier unten vielleicht noch, aber das ist halt auch nur so semi-gut platziert. Und die Muscheln hier habe ich auch nicht verwendet, aber das finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Und dann geht es jetzt auch schon ans Eintragen. Das mache ich jetzt, glaube ich, in Ruhe. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder, wenn wir uns das Ganze im Plan angucken.
So, ja, das war's mit dem Schreiben. Es ist eine Deko, die nicht wirklich voll geworden ist, aber ich finde die irgendwie total schön und stimmig und zeigt genau die Stimmung, die ich an diesem ganzen Wochenende hatte. Also im Prinzip genau das, was ich damit erreichen wollte. Sie ist teilweise ein bisschen kahl, finde ich aber gar nicht schlimm. Ich finde es ganz gut, dass hier noch was hingekommen ist. Das wäre nämlich ohne doch ein bisschen wenig gewesen, glaube ich. Aber so gefällt es mir richtig gut. Ich hoffe euch auch und ich freue mich natürlich wie immer über Feedback und so weiter in den Kommentaren. Lasst einen Daumen nach oben da, Abo, Glöckchen und so weiter. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Tschüss!